Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich mit euch einen Blick in die Garnisonskampagnen werfen. Es gibt mehrere davon und insgesamt sind es 6 Stück, die zu einem Erfolg zusammengeschlossen sind, wobei nicht alle ja, diese Kampagnen im klassischen Sinne eine Kampagne sind. Die erste ist: baue quasi den Hafen, nennt sich hier alle Mann an Deck. Die zweite ist die Invasion des Tanan-Dschungels. Dann gibt es noch 4 weitere, die ihr dann im wöchentlichen Wechsel hier im Tanan-Dschungel machen könnt. Die letzte mache ich jetzt, und zwar die Litanei der Verdammnis. Kann sein, dass euch der Name dieser Quest bekannt vorkommt, denn ja, die gab es schon mal im Schattenmoontal vom Namen her. Aber gucken wir doch einfach mal rein. Das Ganze Das beginnt ist hier unsere Stunde. bei Jurel, beziehungsweise bei euch natürlich in der Horden. Im Hordenaußenposten sieht das ein bisschen anders aus, aber bei mir ist das jetzt hier im Allianzaußenposten bei Jurel und die Kampagne heißt Der Hexenmeister. Einer von Wir Gul'dans dürfen den Hexenmeistern Glauben nicht hat sich aufgeben. quasi hier gezeigt, da ist er auch und der möchte mit uns sprechen. Also sage ich mal, ja, sprechen wir mal mit ihm. Arbeitstrupps Der bereit. Oronok Herzeleid. Okay, ihr seid der Kommandant. Ich flehe euch an, mich anzuhören. Das Schicksal von Draenor steht auf dem Spiel. Gul'dan hat sie gefunden. Er hat die Litanei gefunden. Okay. Gucken wir weiter. Gul'dan versucht mit der Litanei der Verdammnis alle Elemente von Draenor zu verderben. Er wird diesen ganzen Dschungel von Höllenfeuer verschlingen lassen. Erst jetzt erkenne ich, wie tief sein Wahnsinn und seinen Hass sitzen. Beeilung! Gul'dan hat von dem Wächterschaman erfahren, dass er die Litanei beschützt. Er ist auf dem Weg zur Festung, um sie anzugreifen. Jemand muss sie beschützen. Okay, ich werde sofort aufbrechen. Ja, scheinbar ist dieser Hexenmeister hier nicht ganz so verrückt wie Gul'dan selber und sieht ein, irgendwie ganz Draenor in Schutt und Asche zu verwandeln, ist jetzt nicht so das, was jedermanns Ziele ist. Und ja, hier vorne ist dann die 1, wo wir hin müssen. Da würde ich sagen, reise ich jetzt mal hin. Da sind wir. Hier scheint ja einiges los zu sein. Irgendwie, puh. Ich würde sagen, Gul'dan war schon hier. Die ganzen Schamanen, die hier sind, sind ziemlich tot. Und ja, begebt euch zum Erdgewölbe. Oh. Hilfe, Gul'dan! Er ist da drin. Okay. Haltet Gul'dan auf. Ich weiß nicht, ob ich das alleine so schaffen kann. Man überlege sich. Endlich, hiermit bade ich das Land in Höllenfeuer. Die Elemente selbst sollen vor mir erzittern. Ihr seid zu spät. Die Litanei gehört mir. Eure Armeen werden brennen. Ups. Und jetzt? Ach, raus, okay. Alles ja nebenbei hier noch eine andere Quest fertig gemacht, ja. So muss das sein. Alles klar, dann gehen wir mal raus. Da wartet auf mich der Warlock wieder, der uns gerade Grüße, informiert hat. Kommandant. Ich kam zu spät, um euch die Nachricht rechtzeitig zu überbringen. Es tut mir wirklich leid. Diese armen Schamanen, wenn ich es nur früher gewusst hätte. Ich traue dir noch nicht, mein Kollege. Gul'dan hat alles für sein Ritual vorbereitet. Er wird die Litanei und seine eigene Teufelsmagie einsetzen, um einen Elementarlord zu verderben. Er will ihn dann dazu bringen, die Elementarverbindung zum Land zu trennen. Das wird einen gewaltigen Aufruhr in ganz Draenor nach sich ziehen. Das kann natürlich sein. Okay, Brechen der Barriere. Die Ritualstätte ist bereits vorbereitet und ist durch eine Barriere geschützt, durch eine Barriere, die ich geschaffen habe. Ich kann diese Barriere zerstören. Doch brauche ich dazu 3 Gegenstände, die derzeit im Konstruktionslager Rache verwendet werden. Das Konstruktionslager heißt Drache? Naja. Wenn ihr diesen rituellen Gegenständen besorgen könnt, werde ich mit euch die bla 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 besorgt das und ja, kommt damit. Generell ist es tatsächlich so, dass einiges an Lore durch diese Garnisonskampagnen hier abgeliefert werden, muss man sagen. Das ist schon wirklich ganz interessant. Zum Beispiel erfährt man, wie kommt überhaupt Theron Gor, der der Endboss von Auchindoun ist, hier in die Höllenfeuer-Zitadelle. Was ist da überhaupt mit dem passiert? Wo war der? Was hat er gemacht? Das erfährt man. Oder auch zum Beispiel, wie hat Gul'dan irgendwie diese Vogelmenschen, also die Arakua, in seinen Dienst
bekommen. Ich will euch da jetzt mal nicht zu sehr spoilern, aber es ist halt quasi so ein bisschen Background-Wissen zu der ganzen Instanz und zu dem ganzen Land. Das finde ich ganz gut gemacht. Macht auch Spaß, dann irgendwo so ein bisschen mehr zu erfahren, gerade wenn man das jetzt im Normalfall halt sehr häufig auch nicht hat. Und man lernt natürlich auch so ein bisschen hier den Tanan-Dschungel kennen, aber wahrscheinlich, bis man wirklich dann hier alle Garnisonskampagnen gemacht hat, kennt man den sowieso schon. Ja, brauchte ich dieses Mal gar keine Pause zu machen, weil da kann ich ja einfach auch mal ein bisschen erzählen. Ist ja nicht ganz uninteressant für die meisten, was da überhaupt ist. Oh, hier, seht ihr mal, nochmal ein Bonusziel, wo ich Öl bekomme. Öl, wie schon mehrfach erwähnt, eine ganz wichtige Ressource hier für euch in Warlords of Draenor bzw. im Patch. Und was macht Öl so wichtig? Ganz einfach, ihr braucht es halt für die Mission, die es im Patch neu gibt, nämlich die Schiffsmission. Und um überhaupt Schiffe bauen zu können, um Schiffe losschicken zu können, braucht man Öl. Öl ist da die neue Ressource an der Stelle, wo man halt vorher nur die Garnisonsressourcen gebraucht hat, ist Öl halt jetzt hier neuer. Und daher solltet ihr Öl auf jeden Fall immer sammeln. Kriegt man über Daily Quests, jetzt kann ich das Ding hier nicht aufnehmen, warum? War hier irgendwas falsch? Also das Ding leuchtet ja da. Muss halt damit jetzt auch nichts machen, oder? Höllenfeuerprojektil. Ach komm. Kommen hier noch mehr davon, ey. Ja, kleines Problemchen hier. Die Quest habe ich logischerweise auch noch nicht gemacht. Oh, da vorne ist eine Truhe. Nehmen wir erstmal die Truhe auf. Ist ja interessanter, oder? Also so eine epic leuchtende Truhe. Was ist drin? Garnisonsressourcen und unfallheilvolle Stulpen. Ergeben mir ein 650er Item, was nicht ganz so schlecht ist. Manchmal muss man halt einfach irgendwo anders klicken, also dass ich hier irgendwie den Punkt nicht finde. Also stehlt eine schwarze Kerze, stehlt einen Folianten des Schutzes, stehlt eine Schattenklinge. Okay. Vielleicht ist das auch gar nicht das, was ich. Ach so, da. Die schwarze Kerze. Keine Ahnung, warum leuchtet das denn so? Dieses komische Projektil hat überhaupt nichts damit zu tun, ne? Also, falls ihr darauf reinfallt, weil Sachen irgendwie leuchten, lasst euch davon nicht hier irritieren. Die haben überhaupt nichts damit zu tun. So. Dann gehen wir mal weiter. Also, man erfährt halt wirklich eine Menge über die Geschichte einfach von Patch 6.2, was dahinter steckt, wie kommt jetzt Gul'dan in die ganze Sache rein, was hat denn der überhaupt damit zu tun bei den Garnisonsressourcen. Oh, hier ist, was ist das? Ne, das ist wieder, was, wo diese, ihr habt ja gerade gesehen, oh, mein Inventar ist voll, ja, mit 1000 Sachen. Naja, da muss ich gleich mal gucken. Und neben der Geschichte eben kriegt man dann noch Sachen, die man halt braucht, um auch wirklich im Patch 6.2 weiterzukommen. Das ist also quasi das durchaus angenehme und durchaus interessante mit dem Nützlichen verbunden. Finde ich ja immer gut, da bin ich ja für. Weil so Daily Quests sind sowieso immer ein bisschen ätzend, finde ich. Und wenn man das Ganze dann noch ein bisschen verbinden kann, hat das auf jeden Fall was, finde ich. So, ein bisschen Platz im Inventar geschafft, um dann auch hier weitere Sachen aufnehmen zu können, nämlich diesen Folianten, und dann geht es jetzt wieder zurück. Und dann sammle ich da mal weiter. Ja, Schiffe funktionieren tatsächlich komplett so wie neue Anhänger. Falls ihr euch da noch nicht informiert habt, ich habe auch extra Videos dazu gemacht, wie funktioniert überhaupt der Hafen. Auch nochmal ein paar neue, also schaut vielleicht mal rein in diese Videos. Das würde jetzt hier zu weit führen, wenn ich das auch noch erkläre. Aber erstmal holen wir hier das letzte Teil, was dieser Typ da braucht, um quasi, ja, dieses Rad ist das da, ne? Nee, das ist einfach nur so ein. Das ist einfach nur ein Panzer, der da wieder mal geleuchtet hat. So. Die werfen hier richtig viele Bomben, diese Viecher, ne? Guckt euch das an. So, und da vorne. Ja, da ist es schon. Leuchtet es wieder. Diesmal sogar ein bisschen eindeutiger. Und das ist jetzt hier eine Schattenklinge. Okay, ich habe alles. Bereit zur Abgabe. Wunderbar. Wo ist denn der Typ jetzt? Da vorne, würde ich sagen, bei 1, oder? Ne, das ist 2, auch nicht. Ach, da oben. Okay, Brechen der Barriere. Das ist ja irgendwo am Thron von Kil'jaeden. Schauen wir mal hin.
So, hier wartet dann nicht nur unser abtrünniger Hexenmeister, dem ich noch nicht ganz vertraue, möchte ich sagen. Ja, nur weil er Herzeleid heißt. Sondern auch Jurel. Auch Gucken wir dir. mal. Wir haben das Grüße, alles von deiner Kommandant. Barriere. Okay, Litanei der Verdammnis. Das ist das endgültige oder die endgültige Quest. Für das letzte Teil gibt es dann auch so ein 695er-Item. Keine Angst. Also ihr könnt halt eines dieser unheilvollen Teile zu einem 695er Teil aufwerten. Übrigens, diese unheilvollen Teile können nicht nur 650 sein, sondern können auch manchmal Brocken quasi. Ihr könnt Glück haben, dass die auf, ich glaube, 670 aufgewertet werden. Haben wir aber auch eine News zu, solltet ihr euch dann mal anschauen. Und eben für dieses letzte Teil gibt es dann hier dieses mächtige Apexis-Fragment. Könnt ihr aber auch für 20.000 Apexis-Kristalle kaufen und euch so ein 695er-Item ja, nach Wunsch quasi erstellen. Mit diesen unheilvollen Teilen, die es eben für Tunika, Handschuhe etc. wie schon auf der zeitlosen Insel gibt. Okay, also, Litanei der Verdammnis. Euer Verbündeter und ich werden diese Barriere jetzt entfernen, auch wenn es einen Großteil unserer Stärke aufbrauchen wird. Was jenseits der Barriere folgt, wird nicht einfach werden. Gul'dan wird mit Hilfe der Litanei einen Elementarlord hat damit oder wird damit ermächtigen, okay. Ja, in den Wahnsinn getrieben haben. Er wird ihn einsetzen, um die Verbindung zwischen den Elementen und Draenor zu zerstören. Wenn er dieses Elementar vernichtet, können wir die Litanei bergen. Okay. Also ein Elementar vernichten. Alles klar. Muss ich dich nochmal ansprechen, dass du anfängst? Oder Jurel? Ich werde die anderen nicht zurücklassen. Ja, kein Problem. Dann Macht beginnt euch das Ritual. gefasst. Nie war Gul'dan mächtiger. Das haben wir schon mitbekommen. Okay, jetzt haben Sie hier die drei Sachen. Ich muss die aber nicht Im anklicken, oder? Namen des Propheten, im Namen des Lichts, ich werde diesen Ort läutern. Ja. Geschafft! Das ging ja leicht. Geht! Haltet Gul'dan Ah, auf! davon ist das Elementar, seht ihr? Ein verderbter Feuerlord. Natürlich. Gul'dan hat ihn auch im Syrup, Griff. ihr dient keinem Schamanen mehr. Trennt euer Band zu ihnen. Ich sehe euch so gern zappeln. Ihr gebt eine gute Opfergabe ab. Wir jetzt, nehme ich an. Also. Ganz Draenor dient der Syruk. Was tut ihr? Eure Widersacher sind nur Fleisch und Blut. Tja. Unmöglich. Dieser Sieg ist bedeutungslos. So oder so wird diese Welt brennen. Tja, Gul'dan, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ja, das war's anscheinend schon. Der Es Glaube ging ist ja mein einfach. Spiegel, doch mein Wille ist meine Waffe. Und da haben wir den Erfolg abgeschlossen und scheinbar kommt auch nichts mehr. Naja, also, wenn ihr eben einiges mehr über die Geschichte von Draenor erfahren wollt, solltet ihr immer die Garnisonskampagne machen, wo ihr dann halt auch unter anderem Öl etc. bekommen könnt. Ich hätte jetzt ja gerade einfach nur diesen Fortschritt da zu Ende machen müssen und wo man eben dann jetzt hier auch unter anderem dieses mächtige Teil bekommen hat, diese mächtigen Apexis-Fragment, mit dem ich eben einen Gegenstand, wenn ich jetzt zum Beispiel hier das einfach mal mache, diese Brustrüstung, die erstelle ich jetzt und da habe ich bekommen, die ist sogar upgegradet worden, habt ihr gesehen? Episch ist sie geworden, hier 675 statt 650, wird natürlich auch alles durch den Zwergenbunker bzw. durch die Warmill, weiß ich gerade den deutschen Namen nicht, ja, aufgewertet. Aber ich möchte jetzt einfach eine blaue, da haben wir eine ganz normale blaue Brustrüstung hier mit kritischem Trefferwert und Mehrfachschlag. Da ist sie nochmal. Und jetzt nehme ich das Teil hier, wende es darauf an und schon. Kommt es, ist es eben eine 695er Brustrüstung. Das ist doch wirklich verhältnismäßig leicht da dran zu kommen und unterstützt euch darin, dann jetzt überhaupt einen Normal Mode ja, Raid zu finden. Einfach damit eure Ausrüstung besser wird und indem ihr halt eure Twinks vielleicht ein bisschen auf dieses Item-Level hochbekommt. Dauert aber natürlich relativ lang, das zu bekommen. Ihr könnt es auch durch intensiven
intensives Farmen von Apexis-Kristallen besorgen. Ja, gibt es hier einige Möglichkeiten zu. Da vorne übrigens die Hordenbasis. Ja, die Allianzbasis ist ein bisschen weiter weg. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich werde euch noch einiges über den Tanan-Dschungel in den nächsten Tagen zeigen. Ihr habt ja gesehen, ganz offensichtlich, ich habe auf dem PTR ein bisschen was gemacht. Unter anderem natürlich auch, um für euch einfach wirklich zu wissen, was geht hier so ab. Und deswegen werden in den nächsten Tagen, nächste Woche, Mittwoch kommt ja der Patch, noch einige Videos folgen über den Tanan-Dschungel, über die Schiffswerft. Denn da hat sich auch noch ein bisschen was geändert und ja, wie ihr da erfolgreich sein könnt und ja, ich denke, ihr werdet zufrieden sein. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Venien. Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte heute mit euch mal einen Blick in die Garnisonskampagne gucken. Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte heute gerne mal mit euch einen Blick in die Garnisonskampagne werfen. Es gibt ja auch in Warlords of Draenor Garnisonskampagnen. Nein. Es gibt da eine Menge von, beziehungsweise, na, eigentlich ist es keine Menge, es sind 6 Stück, die man in 6 aufeinanderfolgenden Wochen machen kann. Sind hier zu einem Erfolg zusammengeschlossen, zum Beispiel alle Mann an Deck. Was überhaupt eigentlich so nicht richtig ist.